schlafen 3 bis 4 Stunden, aber who cares, passiert. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Wuppertal zu Patrick Meinert. Und mit wir meine ich den Herrn hier auch noch, den Leon. Und werden dort einiges Cooles für euch aufnehmen. Leon trinkt seinen grünen Smoothie im Hintergrund, den er überhaupt nicht mag. Ekelhaft. Wenn das schon nach Gerstengraspulver schmeckt, ne? Ah. Ja, es ist ekelhaft, aber es ist gut. Auf jeden Fall. Solche Tage wie heute, ich bin ganz ehrlich, hab nicht die beste Laune. Bin auch nicht so wirklich motiviert, weil einfach 3 Stunden Schlaf ist nicht gerade viel. Aber du kannst solche Tage wunderbar zum Training nutzen. Denn wenn du es lernst, in so einem Zustand fokussiert arbeiten zu können und trotzdem deine Emotionen pushen zu können, deinen State pushen zu können, das heißt in einen Flow-Zustand zu kommen, Mann, dann ist es ja ein Kinderspiel, das an ausgeschlafenen Tagen zu machen. Also, das nächste Mal, wenn du unausgeschlafen bist oder müde, dies als Trainingseinheit. Dazu fällt mir noch ein, an Tagen, wo du nicht motiviert bist oder müde bist, dich ganz einfach nicht so gut fühlst, hör auf, Dinge alleine zu machen. Hol dir Freunde dazu, die dich motivieren, ein bisschen deinen State pushen. Wie zum Beispiel, wie der Spinner. Genau das meine ich. Ist ungewohnt. Es ist nervig am Anfang, weil du denkst, warum hat er so gute Laune? Es ist wirklich nervig. Du denkst einfach, lass mich in Ruhe, ich bin müde, ich will nicht arbeiten heute, ich will schlafen. Und dann kommt einer mit mega guter Laune. Das Ding ist, naja, du bist der Durchschnitt von den 5 Leuten, mit denen du dich umgibst. Wenn du die ganze Zeit mit jemandem Zeit verbringst, der gute Laune hat und dir Energie gibt, ja, dann bekommst du das auch. Seriously. Wir sind jetzt in Wuppertal angekommen und ich wollte noch einen Gedanken mit euch teilen. Nämlich, an Tagen wie heute, an müden Tagen, ist es sehr leicht, die eigenen Standards oder die Basics aus dem Fenster zu werfen. Denn im Endeffekt wirst du wahrscheinlich wissen, was dich in eine gute Laune versetzt. Im Endeffekt wirst du wahrscheinlich auch wissen, welche Knöpfe du bei dir drücken musst, dass du motiviert und voller Energie bist. Aber an solchen Tagen ist es halt leicht, das zu vergessen. Und dann denken wir uns gerne, ja, nee, heute habe ich halt so einen Tag und erzählen uns dann den ganzen Tag eine Geschichte, warum der Tag so schlecht ist. Oder wir suchen nach irgendeinem fortgeschrittenen Mittel, nach irgendwas ganz Krasses, was dann unsere Laune oder unsere Energie pusht. Doch das Ding ist, 80% sind immer die Grundlagen. 80% sind die Grundlagen und 20% sind vielleicht ein paar fortgeschrittene Dinge. Lern also die Basics immer und immer und immer wieder. Auch wenn du denkst, du kennst sie schon, lern sie nochmal. Denn wie Tony Robbins immer sagt, Repetition is the mother of skill. Und ratet mal, was gerade passiert ist. Wir haben den Bus verpasst. Das ist eine schöne Situation, wo man sich drüber aufregen könnte. Wenn man wollte, könnte man sich jetzt aufregen. Und das ist eben genau die Sache. Du bist der Herr deiner Emotionen. Du kannst dich entscheiden, ob du dich aufregst oder ob du sagst, hey cool, jetzt habe ich nochmal 20 Minuten, wo ich Hörbuch hören kann. Ich könnte eben meditieren. Ich könnte ein bisschen mit einem Freund telefonieren. Du selber entscheidest, regst du dich auf oder lässt du positive Emotionen entstehen? Das andere Schl. Lieber schlechte Emotionen, gute Emotionen, schlechte Emotionen, gute Emotionen, schlechte Emotionen, gute Emotionen, schlechte Emotionen, gute Emotionen, schlechte Emotionen. Wir nehmen schlechte. Genau. So, wir sind jetzt fast am Ziel angekommen. Und eine Sache, die mir noch eingefallen ist, ein sehr interessanter Gedanke, der mich eigentlich fast schon immer antreibt. Und zwar, wir leben im Jahr 2016. Das heißt, wir haben sowas hier. Wir kommunizieren über eine Kamera, durchs Internet. Wie auch immer das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Und was mich dabei eigentlich antreibt ist, du kannst machen, was du willst in deinem Leben und kannst daraus eine Karriere aufbauen. Das heißt, du
muss nicht unbedingt sagen, okay, ich will jetzt unbedingt so und so viel Geld verdienen und ich lasse mich nur vom Geld antreiben, was natürlich schön ist. Wir wollen alle einen gewissen Wohlstand haben. Nur denk mal daran, wie sollen dich die Leute denn in deinem Grab in Erinnerung haben? Stephen Covey redet da gerne vom Funeral Test, dass du dir einmal anschaust, wie sieht eine Grabrede an deinem Grab aus? Wie viele Leute sind da? Wer ist da? Was erzählen sie von dir? Und dich lieber dadurch motivieren zu lassen, das heißt ein Erbe zu hinterlassen. Denn im Endeffekt, naja, wenn du dich darauf fokussierst, dann kommt das Geld als Nebeneffekt. Fokussiere dich nicht immer darauf, okay, ich will mehr Geld machen. Klar, wollen wir alle irgendwie. Nur fokussiere dich darauf, Mehrwert zu kreieren, ein Erbe zu kreieren, etwas für die Welt zu hinterlassen, deine einzigartige Gabe zu geben. Und als Nebeneffekt wird dann auch dein Konto ein bisschen voller. Ja, und schaut mal, wen wir hier haben. Das einzigartige Genie, Patrick Meinhardt. Absolutes Genie, werden wir gleich mal ein bisschen was mit drehen. Ein Interview abdrehen und mal schauen, worüber wir so klatschen, oder? Ganz offen. Cool. Bam, ich meine, guckt euch das mal an. Wie awesome ist das bitte hier? Schon sehr, sehr cool. Mal schauen, was wir da gleich so abdrehen. So, ich habe mich jetzt mal umgezogen und wir bauen hier ein wenig auf für unser Interview. Mal schauen, was wir euch da für Wert liefern können. Wird auf jeden Fall sehr, sehr geil und das könnt ihr dann auch direkt morgen eigentlich auf dem Channel sehen. Müsste morgen da sein. Wir sind jetzt erstmal fertig mit dem Interview. Patrick, war geil, oder? War super. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Cool, Mann. Ja, hey, danke, dass du da warst oder dass ich da sein durfte. Ich dachte mir immer, danke, dass du... Ja, ich war bei dir und du bist quasi bei mir. Also beides passt. Irgendwie schon, ne? Also, ja. Also ist beides richtig. Das ist Bullshit. Egal, auf jeden Fall, Video findet ihr morgen auf dem Channel. Und guckt es euch an. Ist voll mit Value. Also eine ganze Menge Wert drin. Ich würde sagen, das Training war ein voller Erfolg. Das Interview war ein voller Erfolg. Eigentlich war alles heute ein voller Erfolg. Jetzt geht es erstmal wieder nach Köln. Du bist ein voller Erfolg. Wir sind alle ein voller Erfolg. Oh Gott, klingt das kitschig. Ja. Kitschig. Cut. Cut. Positive. Cut. Positive Energy. Cut. Kleiner Gedanke, den ich noch mit euch teilen möchte. Und zwar, ich habe, wie gesagt, nur ca. 3 Stunden geschlafen. Und heute Morgen habe ich mich überhaupt nicht so gefühlt, als wäre ich in einem Flow-Zustand. Jetzt hingegen, wir haben kurz vor 4, einfach durch das Machen und in Bewegung kommen und machen und machen und machen und Menschenkontakt und eben die Interviews zwischendurch, im Prinzip durchs in Bewegung kommen, kommst du auch recht simpel in Flow. Das ist dann wie ein schleichender Übergang im Prinzip. Die Metapher, die ich gerne nutze, ist eben der alte VW-Bus. Stell dir vor, der alte VW-Bus, den du starten willst, der startet sehr, sehr schlecht. Und am Anfang ist es schwer, den Motor zum Starten und zum Warmlaufen zu kriegen. Sobald er einmal läuft, ist es ein Kinderspiel, dass das Ding dann hunderte Kilometer durchfährt. Sobald also dein innerer Motor einmal läuft, sobald du einmal diesen Zustand bist, dann baut sich dieses Momentum mehr und mehr und mehr auf. Und das macht verdammt viel Spaß. So, ich habe jetzt gerade noch ein kleines Nickerchen gemacht und bin wieder ready for work. Und wenn du tagsüber effektiv, produktiv und im Flow arbeiten willst, dann ist es für dich auch nötig, regelmäßig Pausen zu machen. Denn wenn du solche Videos schaust wie die, dann bist du wahrscheinlich sehr an Persönlichkeitsentwicklung interessiert und daran interessiert, bestimmte große Ziele zu erreichen, die du dir gesetzt hast. Aber der Tag hat nur 24 Stunden und irgendwann wirst du auch mit Zeitmanagement nicht mehr weiterkommen, weil du einfach merkst, hey, ich kann nicht noch mehr in meine kurze Zeit reinquetschen. Daher übernimm einmal das Paradigma von Michael Schwartz. Michael Schwartz schreibt im Buch The Power of Full Engagement, dass Zeitmanagement eigentlich Bullshit ist. Denn was bringt es dir, wenn du deinen Tag komplett durchgetaktet hast, aber gegen Mittag ein Energietief hast und nicht mehr arbeiten kannst, nicht mehr effektiv arbeiten kannst? Deshalb ändere dein Paradigma von Zeitmanagement zu Energiemanagement. Und da helfen dir eben Dinge wie kurze Pausen, Nickerchen zwischendurch, enorm dabei, deine Energie wieder aufzuladen. Das heißt im Endeffekt, indem du weniger arbeitest, arbeitest du mehr. Du schaffst mehr, weil du mehr Pausen machst. Denn wenn du solche Videos wie die hier schaust, dann muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen, arbeite mehr, sei effektiver, hustle mehr, setz dir größere Ziele, sondern das wirst du hoffentlich schon von alleine machen.
eine Sache, die mir gerade noch auffällt, nämlich ich drehe gerade hier einen kleinen Zeitraffer für den Vlog. Und was interessant ist, dazu kann ich das Handy ja nicht nutzen, weil ich es mit dem iPhone mache. Und das sind ein paar schöne Momente am Tag, wo ich gezwungen werde, präsent zu werden. Das heißt, ich werde dazu gezwungen, das Ding hier auszuschalten und eine kleine Meditation zwischendurch in den Tag einzubauen. Was ich dir übrigens auch empfehlen kann, gerade wenn du viel am Arbeiten bist, viel unterwegs bist, der Verstand zieht uns gerne aus dem aktuellen Moment in die Zukunft. Was ja auch nicht schlimm ist, eine unserer größten Stärken. Wenn wir es kontrollieren können. Wenn uns der Verstand kontrolliert und wir nicht mehr präsent werden können, dann können wir dieses Wunderwerkzeug hier auch nicht wirklich so gut nutzen. Deshalb meditiere und find diese paar ruhigen Pausen im Alltag, wo du wirklich einmal präsent werden kannst. 21.47 Uhr inzwischen und ich habe gerade noch ein Stündchen gearbeitet. Ich werde jetzt noch einen Freund vom Hauptbahnhof abholen, der gerade aus Berlin kommt, von dem ich auch sehr viel über Verkauf gelernt habe. Denn klar, wenn du ein Unternehmen führst, wenn du ein Unternehmen aufbaust, du musst lernen, wie Verkauf geht. Verkauf ist ironischerweise so ein Ding, wo viele Leute eine sehr zwiegespaltene Beziehung zu haben. Jeder weiß, man braucht es, aber irgendwie mag es keiner. Vielleicht haben wir in der Vergangenheit mit Verkäufern schlechte Erfahrungen gemacht. Genau diese Sachen bleiben uns eben im Kopf, diese negativen Erfahrungen. Unsere guten Erfahrungen mit Verkauf, naja, die erinnern wir uns eigentlich selten oder erinnern wir uns, wenn positiv. Ich will dir einmal eine andere Sichtweise auf Verkauf geben. Egal, was du in deiner Karriere machst oder was du in deinem Privatleben machst, du musst es lernen zu verkaufen. Selbst wenn du nur eine Meinung, eine Weltsicht jemand anderem näher bringen willst, im Endeffekt versuchst du ihm, diese Meinung zu verkaufen. Und ob du das jetzt für die Karriere machen möchtest oder im Privatleben, nimm ein anderes Mindset an. Sieh Verkauf nicht als Verkauf, sondern sieh es als Beziehungsaufbau. Leute, mit denen du eine gute Beziehung hast, da bist du automatisch viel, viel offener zu hören, was sie zu sagen haben. Sei es jetzt im Privatbereich, mit einer Meinung vielleicht oder mit einem Plan, dass du zum Beispiel weißt, okay, Samstagabend gehen wir in Club A oder B. Du möchtest unbedingt in Club A, das heißt, du möchtest der Gruppe verkaufen, hey, lass uns in Club A gehen und nicht in Club B. Oder wenn du in der Karriere wirklich im Verkauf tätig bist, wenn du jemandem ein Produkt verkaufen möchtest. Bau eine Beziehung auf, von da aus regelt sich alles von alleine. Da ist er, der Riese. Guck mal, Alter, einfach. Krass, Mann. Dreieinhalb Meter Größe. Okay, wir beiden haben uns auch noch was zu essen geholt und lassen den Tag langsam ausklingen. Es ist auch schon wieder 11 Uhr oder so, ne? 11 Uhr. Und der Schlafmangel macht sich sehr, sehr bemerkbar. Auf jeden Fall, wir werden morgen noch ein kleines Interview für euch aufnehmen zum Thema, was besprechen wir alles? Verkauf, Unternehmertum. Verkauf, Unternehmertum und werden da ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Werden eine ganze Menge Value rausgeben, denn und Wiegand ist im Endeffekt der Sales Manager von unter anderem den Flirt-Profis und ja, werden wir morgen mal ein bisschen sein Gehirn, die ganzen wertvollen Informationen rausziehen. Das klingt auf Deutsch nicht so geil. Picking your brain. Auf Deutsch klingt das so komisch. Ja. We're gonna pick his brain. Klingt besser. Und das war's dann erstmal für heute. Wenn es gefallen hat, hey, lass einen Daumen oben da, abonniere den Kanal, schreib mir in die Kommentare, was dir gefallen hat, wovon du gerne mehr sehen möchtest. Und dann sehen wir uns morgen. Anstatt jetzt jeden Tag ein oder zwei Sachen davon zu machen, schau, dass du alle an einem Nachmittag erledigst und dann in einen gewissen Flow kommst. Plus, ich höre dabei ein bisschen Hörbuch, das heißt, du kriegst jeden Tag deine 1, 2, 3, vielleicht sogar 4 Stunden Bildung so ganz nebenbei noch mit rein. Einfach, wenn du die Aufgaben chunkst.